Guten Abend, ihr Lieben. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Tag. Dir geht es gut und du bist voller positiver Energie und gespannt, was ich für dich für den morgigen Tag zeigen möchte. Genieße und entspanne für die kommenden Minuten. Und wir haben für dich erster Atemzug, Anfängergeist. Wundervolle Botschaften. Und ich werde dir jetzt einmal diese Karte näher bringen, damit du das für dich verinnerlichen kannst. Neuanfang und wiedererwachte Neugier. Natürliches Vertrauen. Anfängergeist. Sollte sich dir diese Karte in einer Legung zeigen, ist es an der Zeit, die alten Geschichten und Erzählungen hinter dir zu lassen. Du bist angekommen. Atme einmal tief durch. Und noch einmal. Du musst nichts mehr tun, als die neue Welt, die sich dir zeigt, in dich aufzunehmen. Vertraue auf deine natürliche Neugier, damit, wie beschwerlich die Reise war und dass da um ein Haar nicht in dieser Situation gelangt wärst, brauchst du dich nicht mehr weiter aufzuhalten. Akzeptiere einfach alles und koste das freudvolle Staunen darüber aus, dass du es bis hierher geschafft hast. Auch wenn du schon öfter in einer solchen Lage warst, versuche sie zu erleben, als wäre es das erste Mal. Denn du bist ja inzwischen ein ganz neuer Mensch geworden, dessen altes Selbst heute keine Rolle mehr spielt. Trainiere deinen Anfängergeist, indem du nichts von dem, was du siehst und erfährst, mit einem Etikett versiehst oder es benennst. Gib dich der Situation, die dir noch vor wenigen Tagen als so schwierig vorgekommen ist, einfach hin. Und vergiss dabei das Atmen nicht. Du hast diese Situation schon längst hinter dir gelassen, hast sie überwunden und bewältigt. Auch wenn dies außer dir noch niemandem bewusst ist, das wird sich bald ändern und du wirst deine Wege gehen. Vergeude die Kraft des ersten Atemzuges nicht dadurch, dass du deine alten Geschichten künstlich wiedererlebst. Verwende sie Liebe für einen Neuanfang, dafür eine Welt mit Leben zu erfüllen, in der du spielen und kreativ sein kannst. Und unterschätze nie die Kraft deines Atems und die Magie des Wortes. Wundervolle Botschaften aus dem schamanischen Traum, Orakel von Alberto Villoldo und Colette Baron Wright. Und du kannst natürlich jetzt gern für dich noch in den kommenden Minuten mit der Musik in der tiefen Entspannung, in die Atmung des vollkommenen Neubeginns mit dir selbst erkunde, genieße und atme tief ein und aus und fühle, wie sich vor der Entspannung alles in dir lebt. Wir hören uns morgen. Gute Nacht.